Hallo. Platzieren. Dankeschön. So, und das Teil. Geht das mal auf das da. Ich muss den Container aus dem Weg räumen. Ja, aber wie? Strahlsteuerung verwenden. Ja. Das war also die Lösung. Wertung. Okay, und können wir... Wie kriege ich jetzt hier die Tür da bis... Ach, warte mal, ich muss das Fenster aufmachen. Ah, na, ah, bitte, Moment. So, du da. Mehr. Du machst jetzt mal ganz kurz den hier. Ach nee, stimmt, das war's, der 1 zu viel. So, einer geht hier drauf. So. Du leuchtest jetzt mal den hier an. Okay. F. R. F runter. Und jetzt hier mit ihr nach da drüben. Und jetzt müsste die Tür offen sein. Komm. Okay, Ella. Ja. Los geht's. Dämliches Rätsel. Wer baut so einen Scheiß? Oh, tauchen angesagt. Oh ja, tauchen. Okay. Tauchen ist echt beschissen. Yay, schneiden. Holy shit. Trotzdem. Ach, das wird jetzt so ein Rätsel mit der Strömung. Nein, 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 nein. Ach, nein, komm, 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 komm. Ach, Mann. So, komm, schneller. Schneller, schneller, schneller. Oh, hat jetzt mal so die Passage nicht auch mal bei Mass Effect gehabt? Das war's dann mit der Strömung. Haben wir da leider kaputt gemacht. Okay. Wo sind wir jetzt? Aufzug. Der natürlich nicht geht. Taschenlampe wäre jetzt nicht schlecht. Ist ein bisschen dunkel. Kletterpartie. Okay. Ich sehe einfach viel zu wenig. Ach, da oben. Das ist eine sehr gute Frage. Kat? Bist du da? Kat? Hörst du mich noch? Komm, sag doch was. Kat? Kathy? Okay, kein Eingang hier. Ah, wo ist der Eingang? Ah, da.
Tower. Scheint es aber nicht sehr warm zu sein hier drin. Ich sehe halt wieder nichts. Licht. Das gibt's doch nicht. Habe ich denn gerade Taschenlampe oder sowas? Trifft die Kolonisten. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier wieder rausgehen muss. Nee. Es muss hier drin irgendwo weitergehen. Oder muss ich da irgendwie hochjumpen? Ah ja. Und dann, wie geht's weiter? Ich sehe halt nichts. Ach, das ist selten dämlich. Ich kann ja noch irgendwo hoch. Ach, da. Oh, da wächst ja was. Grünzeugs. Lecker Salat. Bestimmt super, so ganz ohne Dressing. Ja, ein bisschen Wildwucher hier. War ja klar, ne? Wieder Rätsel lösen. Aber die Frage, kann ich das machen? Hallo? F? Interagiert? Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Ne, ich kann auch nicht mehr in den kleinen Buddy wechseln. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Leute, ich werde mal ganz kurz das Spiel durchstarten und schauen, ob es dann wieder geht. Ist echt komisch. Also, bis gleich. Okay, das Spiel ist wieder geladen. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ah ja, jetzt geht's wieder. Ne. Wo ist die richtige Position? Und jetzt? Oh ja, geil. Ja, natürlich ein zweites Mal. Na? Geht doch. Ich sprach mit Remco. Er sagt, die Ernte ist nicht mehr zu retten. Wie konnte uns die Mutation entgehen? Wie lang, bis die Versorgung wiederhergestellt ist? Ich denke, wir müssen unsere Prognosen komplett überdenken. Ohne die Heizspulen und Legierungen von Herschel ist unsere Wasserreinigung schon um 35% langsamer und... Rosa kämpft mit ihrem schlechten Gewissen und schämt sich. Darum gründete sie Homeworld. Sie denkt, damit kann sie ihre Entscheidungen auf dem Mond gut machen.
Die starke und kühne Rosa wird von Angst und Ego getrieben, wie alle. Erinnerst du dich an die Antarktis-Katastrophe? Ich war dort. Ich bin der einzige Überlebende. Der zweite Versuch einer autarken Biosphäre. Und wir haben sie in nur 3 Jahren zerstört. Wegen dummer Konflikte, kleinlicher Streitereien. Intelligente Leute haben sich in wilde, dumme Höhlenmenschen verwandelt. Sag mir, Isaac, warum besiegen Emotionen immer die Vernunft? Warum waren die letzten Jahre auf der Erde geprägt vom endlosen Krieg um Rohstoffe? Warum kann die Menschheit nicht zusammenarbeiten? Weil wir als Spezies zu egoistisch sind, um zu tun, was nötig ist. Bald wird die Erde so unbewohnbar sein wie der Mars. Wegen uns. Nicht die Hasen, die Bienen, nicht die Krebszellen, die den Körper meiner Frau zerfressen haben. Wir waren es. Das werde ich hier nicht zulassen. Wir werden durchhalten und gewinnen. Outward funktionierte. Outward funktioniert noch. Das Chaos, das sie sät, ist das Ende. Das verstehst du doch, oder? Ja. Dann sag mir, Isaac, warum hast du ihr mit der Psychiatrie geholfen? Und warum du Zeit mit Rosa verbracht hast? Du musst dich entscheiden, Isaac, auf welcher Seite du stehen willst. Darum geht es nicht. Rosa und ich sind Freunde und... Du kannst in dieser Sache nicht neutral bleiben. Outward oder Erde, Isaac? Ich bin für Outward hier, William. Das weißt du. Die Erde ist mir ganz egal. Die Erde ist ganz egal. Das glaube ich jetzt allerdings nicht. Ja, schwierig. Okay, wo geht's? Geht's da weiter? Nö. Tja. Also der Salat sieht echt nicht schlecht aus. Muss ich da oben irgendwie rauf? Das ist wieder so ein Kletterrätsel. Gibt es da auch einen ganz normalen menschlichen Aufgang oder muss ich da irgendwie hochhüpfen? Sowas wie eine Leiter hat es hier. Wo sie natürlich nicht rankommt. Auf das Teil vielleicht irgendwie raufspringen. Und wie dann weiter? Naja, sie kann sich da nicht festhalten. Gut, das hat auch nicht funktioniert. Es ist da nicht an dieser Leiter da festhalten. Mann. Nö, will sie nicht. Vielleicht so. Okay, das war's. So, und wie geht's jetzt von hier aus weiter? Mal da rüber hupfen. Ach Mann! Rätselspiele sind gar nicht so meins. Ah, Leiter. Nein! Oh. So, was haben wir hier? Gewächshaus Unkraut. Es bleibt nur noch widerspenstiges Unkraut und zwar jede Menge. Dieser Ort wurde so lange vernachlässigt, dass für Kolonisten hier nichts mehr von Wert zu finden ist. Doch, da unten war doch Salat. Da auch. Ja, und jetzt? Dreh dich um und geh zurück. Verlasse Odum.
Okay, also dann gibt's hier nichts mehr zu sehen. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Aber irgendwie sagt mir was, dass es das wohl nicht gewesen sein wird. Ich erinnere mich an diese Worte von ihm. Okay, wieder Flashback-Time. Heavy, ist alles okay? Hey, bist du okay? Sicher? Du bist ganz kalt, echt alles gut? Willst du eine Decke oder so? Ich mach was zu trinken, ja. Klar, keine Sorge, ich mach das schon. Ich... Bitte, sag, was du dir dabei gedacht hast. Man nimmt kein Kind in diese Todesfalle in der Bucht mit. Die WSA kann ja all das beibringen. Ich wollte es ihr selbst zeigen. Ich vertraue ihnen nicht. Und ich dir nicht. Aber meine Meinung zählt ja wirklich gar nichts mehr. Ich habe das Sorgerecht und Mitspracherecht verloren, während du auf der Erde auftauchen und sie mitnehmen kannst. Ich bin ihr Vater. Oh, ich weiß. Der Staat hat mir das mehr als deutlich gemacht. Obwohl ihr Vater, denn Katie hat ein gutes Zuhause auf dem Mond. Können wir heimgehen? Bitte? Kat, wir gehen ganz bald, okay? Es tut mir leid, dass du das nicht verstehst, aber so wird es kommen. Du bist ein Egoist und ganz mieser Vater. Du handelst nur aus Furcht und Schmerz heraus. Du hast ja keine Ahnung, wovon du redest. Wir wissen beide, dass du dich aus einem unerfindlichen Grund für den Mond entschieden hast, anstatt deine Talente für die Erde einzusetzen. Die Erde ist mir verdammt egal! Das Einzige, was zählt, ist sie! Und was ist mit mir, Dad? Puh. Oh Claire, ich... Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Claire, bitte. Das mit der Vaterrolle müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen trainieren. Das ist nicht so gut gelaufen. Ich hoffe, man sieht auf YouTube halt irgendwas, weil bei mir ist es einfach mega dunkel. Ich komm, leb wohl, sag. Wir sehen uns wieder. Versprochen. Claire. Bitte, Claire. Ja, nee, das hast du jetzt verkackt. Okay. Und jetzt wirklich den ganzen Weg wieder retour? Sarah und Kathy, hörst du mich? Ja. Ich bin da. Du meine Güte. Wir waren in Sorge. Was ist passiert? Offenbar Interferenzen. Die Verbindung war weg. Ich fand die Signatur. Hier ist niemand. Nur Unkraut und halbtote Pflanzen. Was haben wir denn empfangen? Wir haben Sauerstoffverbrauch bei Sonnenuntergang registriert, oder? Oh! Oh, was zum... Nein! Okay. Ja, geil. Naja, sag dir's nicht. Ella, ich bin okay. Keine Sorge. Ich bin wohl in ihre Bohrschächte gefallen. Also muss es einen Weg hier rausgeben. Treffen wir uns beim Rover. Ach man, jetzt habe ich ja gar kein Licht mehr. Ich würde ja lachen, wenn man halt irgendwie auf ein... Was passiert hier? Ich sehe hier nichts. Wenn wir irgendwie auf ein Geheimversteck oder so treffen, wo sie sich irgendwie zurückgezogen haben. Nehmen wir das nur ein oder hat sie eine Strömung?
Das heißt, es ist kalt. Ja, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass es warm wäre. Klette. Ich hab zu tun, Sarah. Warum jetzt? Bitte, Antwort. Sarah, ich brauche deine Hilfe im Wohnquartier. Gleich, ich, da sind vielleicht auch Rodianer. Was? Sicher? Wurdest du entdeckt? Ich, mach dir keine Sorgen. Cassie, komm zurück, so schnell du kannst. Verstanden. Was muss ich jetzt... Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Nein! Ah, fuck! Ich dachte, ich kann halt irgendwie wegspringen auf die andere Seite. Oh. Hallo, schön, bist du da? Wie kann ich doch wegspringen? Ich probiere das mal hier. Von keiner so großen Höhe. Ah, okay. Ah, okay, 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 okay. Ja, komm, hau rein. Sag mal, du kleine Knutschkugel, wie wär's mit ein bisschen Licht? So, und jetzt? Nein, 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 nein! Alt! Ach, Mann! Ja, das macht Spaß. So, alle guten Dinge sind drei. Einmal nochmal ganz in die Ecke rauf. Sag mal, Knutschkugel, nimmst du das eigentlich alles auf für später für YouTube? So, und jetzt? Nein, nein, das kann's doch nicht sein! Oh. Wenn ihr so weitermacht, dann ist das Eis hier langsam mal weg von dem ganzen Reingepicke da. Okay. Und ich möchte jetzt nach hinten weg. Wow! Auf den letzten Drücker. Oh, bitte lass mich das nicht nochmal machen. Ah, ich weiß, es ist anstrengend. Ja, komm, hau rein. Okay, wir sind... Nein! Ernst jetzt? Geronimo! Oh nee, ich glaube, ich muss hier noch mehr jumpen. Oh, bitte nicht. Aber wenigstens sehe ich jetzt wieder was. Oh, wobei, ich kann recht weit nach oben. Mal schauen, ob das geht. So, so weit nach oben, wie es nur geht.
So, und jetzt nach hinten wegschaffen, komm. Boah, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Aber bitte lass mich den ganzen Weg jetzt nicht wieder zurückgehen. Wie die Wilden. Oh oh. Das klingt nicht so gut. Ach. Sind wir wieder hier? Ich bin wieder drin. Wohin soll ich jetzt? Der Aufzug fährt wieder. Komm einfach hoch, sobald du bereit bist. Verstanden. Oh, das ist sehr praktisch. Ja, dann bitte. Einmal nach oben. Wird so lachen, wenn er jetzt ausfällt. Ist aber schon ein bisschen beschissen, wenn dieser Aufzug mal ausfällt, ne? Weil es ja der einzige ist. Überhaupt keine Redundanz. Man kann die Treppen steigen. Ganz unten nach ganz oben. Und umgekehrt. Wie jetzt? Okay. Was ist denn hier passiert? Vielleicht sind wir zu spät. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Nein. Finden wir es raus. Ist alles in Ordnung, Sarah? Okay. Ich weiß nicht. Mehr Leichen. Sicherheitsdrohnen. Ich hasse die Dinger. Oh. Bring mal Gesellschaft. Es geht, ist schon lange her. Aber wir sollten umkehren. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wir sind aber leichte Beute ohne. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir was. Ja, eine aktive Sicherheitsdrohne wäre jetzt aber, glaube ich, echt ein bisschen dämlich. Aber es hat echt viele. Untersuche den Bereich. Drei Sachen. Oh, was zum... Okay. Drei Sachen, die interessant sind, müssen wir hier finden. Ja, zum Beispiel. Ja, hallo? Hallo? F, F. Spiel! Warum kann ich jetzt da nicht Ach, das kann's doch nicht sein. Warum ist jetzt so auf dem letzten Drücker so buggy? Machen wir die anderen Sachen. Mit dir kann ich jetzt auch nicht. Muss ich mit dir zuerst? Okay. Ist da irgendwas? Oh, ich wollte dich nicht. Sorry. Was Nützliches dabei? Die Protokolle sind durcheinander. Sie scheint per Not aus abgeschaltet worden zu sein, die anderen wohl auch. Aber hier steht mehr Code. Vor der Betätigung des Notaus wurde etwas geändert. Ohne Analyse der Diagnostik schwer zu sagen. Okay. Bei dir? Outward bei der Tür. Haben sicher die Brücke bewacht. Die ACEs, und zwar die von MacArthur, sind vor ihnen, nicht Homeward. Hm. Sie haben also Outward angegriffen und nicht Homeward. Was hat Sarah eigentlich gegen ACEs? Einer griff sie auf dem Mond an. Darum saß sie dort fest. Beim Blackout untersuchte sie die Ursache und einer schlug sie bewusstlos. So ist das mit deinem Dad passiert und den Rest kennst du ja. Okay. Ja. Siehst du, was einige in der Hand halten? Was haben denn? Die den Eingang verbarrikadiert? Den eigenen Fluchtweg versperren? Es sei denn, sie wollten gar nicht fliehen. Okay. Geht's jetzt weiter oder F schauen? Hat sich diese Tür etwa von selbst geöffnet? Was war das? Das Geräusch kenne ich. Es kam von da drüben. Das ist eine Knutschkugel da hinten.
Hey, mal mit, muss mal ganz kurz räuspern. So. Bin wieder da. Ah, wieder Chat. Trainer. Hey Kuppel, der Kaffee ist einfach. Was ist einfach durchgerauscht? Bin gerade im Büro. Boom. Super, danke für die Hilfe. Weißt du, was sie mit den, mit unseren Ausscheidungen machen? Willst du wirklich jetzt darüber reden? Wärst du. Was, während du auf dem Club bist? Ja, will ich. Nein, ich weiß es nicht. Aus dem Darm, aus dem Sinn und so weiter. Deswegen darfst du am Schreibtisch buckeln und ich coolen Sachen. Ich denke auch mal nach. Während du einen abseilst. Ja, jetzt hör zu. Drüben auf der Vita dehydrieren sie die Fäkalien und schicken sie dann zum Kompostieren in Richtung Odum. Am Ende isst man in diesem Zyklus doch seine eigene Ausscheidung. Wie cool ist das denn bitte? Ist mir egal. Total. Wenn du mir dann die wöchentliche Legierungsseite schicken würdest, buckle ich weiter an meinen Schreibtisch. Das notiere ich mir. Ja, ist natürlich sehr use. Oh, scheiße. Da sind viele Leichen. Bloß dazu. Petechiale Blutung. Zyanose. Sie sind erstickt. Alle? Erstickt? Ja. Von Homeward und Outward. Wir müssen weg. Hier ist's gefährlich. Wie gefährlich? Sarah, hier ist niemand. Wissen wir das? Und sieh doch, was sie hier getan haben. Sarah, beruhig dich. Nein. Wenn wir auf Überlebende treffen, wären wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen zurück. Ayla findet Hologramme? Ja. Tut denn Alex das nicht auch? Nein. Und ich versuche seit Jahren, den Code des Lunarads zu knacken. Wie viele hast du gefunden? Ein, zwei. Nur ein paar. Spiel's ab. Was? Spiel es ab. Ja. Weißt du, das ist wieder so ein komisches Rätselding. Ich führe das gerade mal vor. Oh, fast richtig. Und welche Richtung darf es sein? Okay. Und natürlich ein drittes Mal. Na, ein bisschen in die Höhe noch. Okay. Bin ich jetzt mal gespannt. Wenn ihr denkt, dass der Mars je ein sicherer Ort für uns sein wird, seid ihr verrückt? Wer macht ihn denn unsicher? Ihr habt Odum zerstört. Wir müssen zurück zur Erde. Hier bleiben bringt nichts. Versteht ihr nicht, dass die Erde verloren ist? Ich will einfach meine Familie wiedersehen. Das reicht jetzt, Leute. Genug. Sich hier streiten wie die Wilden. Ihr wisst es doch besser. Wir haben's hier zwar schwer, doch damit Outward klappt, müssen wir Mühsal ertragen. Mühsal, die wir vorhersahen. Alle, die per Arche zurückkehren wollen. Was wird dann auf der Erde daraus? Und wer erhält dann als erstes Hilfe? Ihr? Jeden einzelnen von euch wird man vor Gericht stellen, sobald eure Füße den Boden berühren. Und Nationen ohne Entscheidungsrecht, ohne jegliche Kontrolle, was denkt ihr, werden diese wohl tun? Kämpfen werden sie, töten, zerstören. Sie werden die Archen, sowie auch sich selber, blindwütig zerstören. Seit über 30 Jahren wissen wir bereits,
dass die Erde am Ende ist. Noch 30 Jahre und die Oberfläche wird fast so aussehen wie auf dem Mars. Die menschlichen Grenzen herauszufordern, hat nun mal seinen Preis. Und diesen Preis müssen wir zahlen für unsere Zukunft. Gemeinsam können wir das hier noch immer vollbringen, es möglich machen. Wir müssen nur... Es reicht, William. Schluss mit den Reden. Du kannst uns nicht mehr ignorieren. Du redest von gemeinsam, dabei sperrst du schamlos Leute in die Krankenstation. Verzweifelte Leute, die Notmaßnahmen ergriffen. Wegen deinem Nichtstun waren sie dazu gezwungen. Uns fehlen Familien, Freunde, die Erde. Wenn unser Wissen sie retten kann, müssen wir es versuchen. Du hast uns auf die Archen und in dieses albtraumhafte Leben gezwungen. Und nun lässt du uns keine Wahl. Hör uns jetzt zu, William. Du hörst uns jetzt gut zu. Jetzt, Julia. Wie? Rosa, was hast du getan? Ihm nach! Homeward, ergreift MacArthur und bringt ihn zur Kommandobrücke. Ja, da war die Scheiße richtig am Dampfen. Mein Gott. Es war Homeward. Sie haben sich mit den ASEs durchgekämpft. Ich glaub's ja kaum. MacArthur ließ es zum Bürgerkrieg kommen. MacArthur? Ja, MacArthur. Die ASEs, der Angriff auf Odom. Rosa ist wohl genauso sehr daran schuld. Rosa? Das soll wohl ein Scherz sein. Sie hatten keine Wahl. Sie wollten keine Gewalt. MacArthur zwang sie dazu. Trotzdem heiligt der Zweck nicht die Mittel. Rosa ist genauso sehr an der Eskalation schuld wie er. Ja, finde ich auch. Wäre das nie passiert. Unterdrücker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, ist der Richtige. Ist sie denn aber nicht genauso despotisch wie MacArthur? Sie zwingt ihren Willen doch genauso auf. Und nicht alle. Das hast du ja gesehen. Hältst du das hier für ein fiktives Moraldilemma aus einem Vortrag deines Vaters? Ist doch deutlich. Schon. Was ist mit dem? Ja, gut. Mal schauen, ob wir hier auch noch mehr finden. Aber es wird halt immer unwahrscheinlicher, dass wir halt noch jemanden finden, weil die... Oh mein Gott, das ist Ace! Er kam mit Dad hierher! Er führt uns irgendwo hin. Oh, das sind also die ganzen Quartiere hier. Hier können wir hochklettern. Ach, schon wieder ein Rätsel. Ace, warte! Ja, danke, dass du die Tür zumachst. Verdammt. Suchen wir einen Weg. Anmeldestation Wohnprojekt. Okay, dann schauen wir mal da hinten. Aha. So, Knutschkugel. Geh mal da rein. Was kannst du da machen? Ich komme da nicht hin. Den könnte ich aufheben. Aber ich glaube, ich muss hier die Luke dafür irgendwie aufmachen. Okay, schauen wir erstmal weiter. Oh, da geht's auch noch weiter. Da ist rot. Da war ein Hologramm drin. Ey, Knutschkugel. Mach da mal was. Okay. So, Knutschkugel. Kannst auch hier schon mal hin. Zu viel Power, so wie es aussieht. Na gut, dann machen wir das hier dechiffrieren. Viel braucht's nicht. Na komm. Und
Okay. Ist die Höhe? Na. Ah, kommt vielleicht komplett andere Seite. Ah, ja. Dann bringst du ihn halt dazu. Rosa, es reicht jetzt. Das geht alles zu weit. Das hier ist nur der Anfang. ASEs hacken, Krankenstationen stürmen, Gefangene freilassen. Du merkst nicht, wie verrückt das alles ist. MacArthur hat Archelavos abgesperrt. Nicht ich, Isaac. Warum bist du hier? Als Unterhändler unseres glorreichen Anführers? Als Freund, ich bitte dich. Bitte, sei doch vernünftig. Gar nichts werde ich. Ich lass mir nichts sagen. Und die, die Outward unterstützen? Die hoffen, dass es klappt? Die Leute, auf die deine ASEs gerade ihre Waffen richten? Wir verlassen diesen Ort. Und zwar mit den Archen. Wenn du helfen willst, geh ins Panoptikon und sag MacArthur, er soll Labos aktivieren. Ansonsten hältst du dich raus. Ja, hat nicht geklappt. Warum fühlen sie sich so auf? Zusammen haben sie so viel durchgemacht. Wie konnte es so weit kommen? Ich hoffe, sie sind okay. So, noch mehr Räume zum Entdecken. Also wenn ich hier die ganze Zeit leben müsste und hier so schlafen muss, dann glaube ich, würde ich auch irgendwann durchdrehen. Oh, ich kann hier durch. Ach so, alles klar. Das ist einmal hier so ein Rundkurs. Oh, was haben wir hier? Bin wirklich bereit, aus Habitas auszuziehen. Ja, ich weiß, natürlich kriegen gewisse Leute ihr eigenes Zimmer und wir spielen hier Sardinen. Ah, Joes Füße stinken so. Wie soll ich bitte so schlafen? Warum schläft ihr überhaupt so und nicht Kopf an Kopf auf der gleichen Seite des Bettes? Gib dir das. Sie will etwas Privatsphäre. Statt Glückspillen zu machen, um uns davon abzulenken, dass die Wohnungen nie gebaut werden, können sie sich wenigstens um etwas Deo kümmern. Du klingst wie diese Homeward-Leute. Ja, vielleicht. Sollte ich wohl aufschreiben. Ja, aber jetzt nicht gerade die wichtigste Info. So, Knutschkugel. Einmal da rein. Okay. Wie könnte man das hier aktivieren? Ja, höchstens mit dem Laser da unten. Du brauchst 3 Energie, wie viel? Ah, der gibt 4 Energie aus. Das heißt, durch den wird es eh gedämpft. Okay, wir müssen da wieder hin. So, gibt es da einen Expressweg nach unten? Ja, danke schön. Oh, ich glaube, das hat geklappt. So, Leiter rauf. Und hinlaufen. Wenn ich das jetzt wegnehme, dann geht doch die Tür hier zu, oder? Ja. Wie kriege ich dich jetzt am blödsten da raus? Krieg ich dich da raus? Vielleicht mit dir? Aber das wird ja keinen Sinn machen. Kannst du da rausschwimmen irgendwie? Nee. Hä?
Warte, was macht das Ding hier? Lol. Ich krieg die Tür auf, aber dann kann ich das Teil nicht rausnehmen. Es muss aber mit dem Laser da irgendwie... Gute Frage. Müssen wir das da unten... Vielleicht gehen wir das doch irgendwie hin da unten. Doch zuerst unten anlasern. Du brauchst... Warte mal. Lutschkugel, geh mal da rein. Mal was testen. Ah, ich kann dich nicht bewegen. Moment mal, der Blast hat noch. F anheben. Aber ich kann das jetzt hier nicht rotieren, ne? Ah, eine Taschenlampe anmachen. Ich hätte gerne den zweiten Laser auch da drüben. Hey, ich verstehe es nicht so ganz. Also der ist immer so ausgerichtet. Das macht er von alleine. Er hat 4 Power. Und das Teil muss hier einfach irgendwie weg. Aber wie? Jetzt nicht, was die Lösung ist. Ich meine, oben kann ich nicht anleuchten. Also, er kann schon anleuchten, aber es bringt mir halt nichts. Weil der einfach nur 2 Power braucht. Oder können wir, wenn wir da oben drin sind, vielleicht mit ihr das irgendwie wegbrennen? Das probiere ich jetzt mal. Komm, laufen wir ein bisschen schneller. Ich werde erstmal eine ganze Episode hier mit dem Rätsel verbringen. Kann ich da irgendwas machen? Nein. Mann, das gibt's doch nicht. Nicht mal, wenn ich schnell bin. Warte mal, was ist, wenn du hier drin stehst? Und ich dann die Knutschknobel da verwende? Geil. Ja. Shit. Ja, komm, tu mal platzieren. Hallo, platzieren. Ich verstehe es nicht. Ne, ich komme echt nicht drauf. Ich meine, hier hinten gibt es ja auch nichts, ne? Nö. Okay, ich werde mal ganz kurz Dr. Google fragen, was hier die Lösung ist, weil ich komme jetzt hier wirklich nicht drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server.
Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.